Wir buchen heute gemeinsam eine Disney Cruise. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Disney Cruise Buch Video. Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ich hatte vor einigen Wochen gepostet auf Instagram in meiner Story, dass die Disney Dream nach Europa kommt. Ich bin ja auf der Disney Dream gefahren im Januar auf den Bahamas. Übrigens habe ich jetzt gerade gestern ist die Schiffstour online gekommen zur Disney Dream. Also verlinke ich euch gerne bei dem i, wenn euch das Schiff generell mal interessiert. Und da haben mir einige geschrieben, wie bucht man denn eine Disney Cruise? Kannst du das mal zeigen? Wo macht man das? Wie funktioniert das? Und ja, das ist jetzt der Anlass des Videos. Wir buchen zusammen eine Disney Cruise. Ich würde wirklich auch gerne auf meinen Namen wirklich auch eine gerne buchen. Aber wir machen das natürlich fiktiv, denn ich werde jetzt keine fest buchen für nächstes Jahr. Die Disney Dream kommt ja nach Europa und es gibt jetzt seit Montag kann man die jetzt buchen, die Europa und England Cruises. Und ja, ich würde wirklich auf eine Cruise, ich zeige euch die gleich, die wir fiktiv buchen werden, die würde ich ja wirklich gerne buchen, aber es ist so teuer geworden nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob es jetzt die Disney Dream ist oder generell an der ganzen Inflation etc., weil die Disney Magic war ja dieses Jahr hier noch in Europa unterwegs und da war es wesentlich günstiger als jetzt mit der Disney Dream in 2023. Also es ist schon sehr teuer. Aber wir gehen gleich auf die Preise ein. Wir sehen sie gleich, wenn wir zusammen eine Reise buchen. Wir buchen jetzt eine Europareise als Beispiel, aber ihr könnt natürlich jede andere Disney-Cruise-Reise, wenn ihr zum Beispiel nach Walt Disney World fliegt, bietet sich das ja an, wie bei mir, eine Reise dazwischen zu legen, dran zu hängen, vorher zu machen, wie es euch das in den Kram passt. Denn die meisten Reisen mit der Disney Cruise sind von Port Canaveral, was ungefähr eine Stunde von Walt Disney World entfernt ist. Aber da gehen wir dann gleich im Nachhinein nochmal ein, was man dann nach der Disney Cruise auch noch vielleicht dazu buchen kann. Da gehe ich nach der Buchung nochmal drauf ein. Ja, ansonsten fährt die Disney Cruise auch in anderen Regionen. Jetzt glaube ich, nächster gibt es auch wieder die Antarktis. Antarktis? Ich weiß gar nicht. Wir gucken gleich mal selbst. Also, ja, ihr seht jetzt gleich meinen Computerbildschirm. Ich mache eine Computerbildschirmaufnahme und dann buchen wir zusammen eine fiktive Disney Cruise. Ihr seht jetzt hier meinen Computerbildschirm und ich bin auf der Disney Cruise Seite. Wenn ihr die nicht findet, dann geht ihr einfach auf Google und gebt Disney Cruise ein und dann habt ihr die Seite auch schon gefunden. Ich habe mich jetzt auch schon in meinem Disney-Account eingeloggt. Also wenn ihr einen Disney-Account habt, ob jetzt Shop Disney, ob Walt Disney World oder Disneyland Paris, egal. Das ist ein Account mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Passwort. Da könnt ihr euch bei Walt Disney World, bei Disney Cruise, bei Shop Disney überall mit derselben E-Mail und mit demselben Passwort einloggen. Das habe ich hier schon mal gemacht. Und ich weiß nicht, bei mir ist es voreingestellt, weil ich in Europa bin, möchte ich natürlich alles in Euro sehen. Das könnt ihr natürlich auch umstellen. So, wir schauen jetzt. Ihr seht schon hier die neue Disney Wish, die fährt ja auch ab diesem Jahr. Würde ich auch gerne mal mitfahren. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Wir wollen ja nach Europa. Und hier seht ihr, ist natürlich alles auf Englisch. Es ist eine englische Seite, das kann man auch nicht auf Deutsch umstellen. Also hier könnt ihr einmal auswählen, wann ihr fahren möchtet, wohin, also in welche Regionen, von welchem Hafen ihr abfahren wollt, wie viele Personen, wie viele Kinder und wie viele Erwachsene bei euch in einer Kabine sind. Ihr könnt natürlich auch mehrere Kabinen, das sind diese Staterooms, buchen und ihr könnt auch natürlich eine behindertengerechte Kabine buchen. Und dann gibt es noch mehr Filter. Hier könnt ihr noch raussuchen, wollt ihr Halloween unbedingt, Halloween on the High Seas machen, Pixar Day at Sea, und dann seht ihr nur die Cruises, die damit fahren, sozusagen mit dem Thema, die Nächte und auf welchem Schiff ihr fahren wollt unbedingt. Aber wir wollen ja nach Europa, also wählen wir, wo haben wir es? Hier, Europe Cruises aus. Ihr seht hier, es gibt Karibik, Kanada, Bermuda, Cruises, Bahamas, Alaska, nicht, was habe ich gesagt, Antarktis. Nee, es war Alaska. Antarktis war, glaube ich, nee. Also Alaska, die sollen auch richtig gut sein, aber auch, glaube ich, richtig teuer. Mexiko, Pacific Coast und Transatlantic.
Transatlantik, das ist, wenn die Schiffe von Amerika nach Europa fahren. Da habt ihr richtig viele Tage on sea, also ihr habt richtig viele Seetage. Möchte ich auch immer mal machen. Aber wir gehen jetzt auf die Disney Europa Cruises ein. Dann wählen wir das aus. Habe ich das jetzt? Ja, ich sehe das nicht so. Und da wir nächstes Jahr fahren möchten, gebe ich jetzt mal alle Monate für nächstes Jahr ein. Und wir wollen einfach halt haben, also wir können jetzt mal durch die Preise gehen für 4 Personen. Aber für die Buchung machen wir gleich nur eine Person, weil dann muss ich auch nur eine fiktive Person für in die Buchung eintippern. Aber wir gehen jetzt erstmal auf 4 Personen, da gehe ich auch mal ein bisschen auf die Preise ein. Also, was wir jetzt sehen werden, sind natürlich die Preise für 4 Personen mit der Disney Cruise. Da ist keine Anreise dabei, da ist wirklich die reine Cruise dabei. Das ist aber, das Essen ist enthalten, die Getränke sind enthalten, also die antialkoholischen Getränke sind enthalten. Und den Preis, den ihr hier seht, teilt sich dann durch 4. Also die 4.703 Euro würdet ihr dann durch 4 teilen. Und ja, dann das wäre euer Einzelpreis. Wenn ihr natürlich eine Familie seid, könnt ihr jetzt nicht durch 4 teilen, müsst ihr den gesamten Betrag bezahlen. Ja, und das ist tatsächlich hier die Reise, die ich sehr gerne machen möchte nächstes Jahr. Die 7 Nächte Mediterranean Cruise von Barcelona nach Palma de Mallorca. Und hier seht ihr dann, wenn ihr auf Show More geht, wann die Reise stattfindet. Das wäre nächstes Jahr vom 20. bis zum 27. Mai. Und dann seht ihr da die verschiedenen Preise. Fängt an mit der Innenkabine, also die Preise, die ihr hier alle ausgezeichnet seht an der Seite, ist die Preise für die Innenkabine, also Abpreise. Und dann seht ihr, was ist hier eine, also Inside ist die Innenkabine, Ocean View ist die Kabine mit einem Fenster, Veranda ist die Kabine mit Balkon und Concierge ist, also ich weiß nicht, in welchem Lotto ich gewinnen müsste, um das bezahlen zu können. Concierge ist im Prinzip eine Suite. Und ihr habt einen Butler, ihr habt spezielle Restaurants, in denen ihr essen dürft. Ich weiß gar nicht, was da alles drin enthalten ist. Es ist auf jeden Fall so ein Rundum-Luxus-Programm. Und genau, das ist so immer die Preise. Wie gesagt, dann in dem Fall wären es die 6.271 Euro durch 4. Wären um die 1.500 Euro, glaube ich, pro Person für eine Woche. Wie gesagt, keine Anreise. Das heißt, ihr müsstet euch selbst noch um die Anreise nach Barcelona kümmern und den Ab- und den Rückflug dann halt von Palma de Mallorca. Es gibt auch einige Cruises von Southampton, das ist ja in der Nähe von London. Dann müsstet ihr im Prinzip nur hin und zurück nach Southampton. Wir machen es jetzt aber für die Einfachheit halber pro für eine Person, damit wir das auch so, damit es halt einfacher ist für, sonst muss ich halt 4 fiktive Personen in die Buchung eintippen. Gibt es noch was zu erwähnen? Irgendwas wollte ich hier noch zeigen. Nee, das kommt, glaube ich, später, was alles in der Cruise enthalten ist. Ah nein, das steht ja hier. What's included into a Disney Cruise? Da könnt ihr euch nochmal einlesen. Also ihr seht, Entertainment Activities sind alle included. Ihr seht hier, das ist alles, was, also über den Haken. Und da seht ihr rechts, was im Prinzip noch extra kosten würde. In dem Fall wäre es Royal Court Tea und Tea Party with Disney Characters. Und die Bibidi Bobidi Boos Boutique. Dining im Prinzip genau dasselbe. Ihr seht ihr nochmal Breakfast, Lunch, alles ist enthalten und es gibt natürlich 2 Restaurants, die ihr auch bei meinem Rundgang seht, Palo und Remy, die müsst ihr extra bezahlen und alkoholische Getränke, Wasser in Flaschen und spezielle Getränke kosten extra. Und dann könnt ihr, also das könnt ihr euch hier, gehen wir jetzt nicht alles durch, da könnt ihr euch das anschauen, was alles im Zimmer kostenfrei ist. Internet kostet zum Beispiel extra. Daher haben wir es. Ground Transfer kostet extra. Air Travel, also der Flug, ist alles nicht in dem Preis enthalten. Kids Club, also Erwachsenen Aktivitäten, was enthalten ist. Die Pools sind alle kostenlos. Die Whirlpool, der Fitness Club ist kostenlos. Und dann gibt es halt Personal Trainer und sowas kostet extra. Und Private Island fahren wir nicht hin in Europa. Das wäre im Prinzip Castaway Key, was da alles included ist. Aber das könnt ihr euch mal genauer durchlesen. Das ist immer sehr interessant. So, und dann buchen wir jetzt mal meine Favorite Cruise, wenn ich alleine fahren würde, für 3.700 Euro. Ich glaube, für 2 Personen habe ich geguckt. Wenn ich nur mit meiner Mama fahren würde, wären es 4.000 Euro, also 2.000 pro Person. Ist auch teuer für eine Woche. Aber Disney Cruise, wie gesagt, es ist alles enthalten. Getränke, also antialkoholische Getränke und das Essen. Und das Essen ist wirklich exzellent. Das kann man nicht anders sagen. Der Service und es ist einfach wirklich
einmal muss man so eine Cruise erlebt haben, was ist echt ein Traum. Und ja, hier seht ihr nochmal die Übersicht. 7 Nächte Mediterranean Cruise from Barcelona mit den Daten Disney Dream. Ihr seht auch nochmal, was alles included ist. Und ja, da unten könnt ihr dann nochmal Details eingucken, wo das Schiff hinfährt. Ihr startet ab Barcelona, dann geht's nach Frankreich. Gehen wir jetzt hier nicht alles durch. Italien. Habt ihr einen Day in Sea und dann am Ende seid ihr in Palma de Mallorca und könnt noch im Prinzip noch ein paar Tage in Palma bleiben, wenn ihr das wollt. So, dann gehen wir jetzt auf View Staterooms. Jetzt muss man hier irgendwas akzeptieren. Das ist diese Covid-Restrictions. Müssen wir auch mal weghalten. Ja, jetzt könnt ihr euch im Prinzip aussuchen, ob ihr wie viele Personen ihr in einem Zimmer seid, auf der Kabine, oder wie viele Kinder dabei sind und ob ihr einen behindertengerechten Raum braucht. Wir hatten auf unserer letzten Cruise ja auch einen behindertengerechten Raum. Wir hatten den nicht angefragt. Der wurde uns einfach dann zur Verfügung gestellt, aber könnt ihr euch gerne mal anschauen. War wirklich sehr groß, also richtig gut. Und hier könntet ihr auch mehrere Staterooms buchen, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der einen Person. Hier seht ihr nochmal die verschiedenen Kabinenoptionen. Also Inside, da habt ihr kein Fenster, da habt ihr nur sozusagen einen kleinen Fernseher, wo dann Disney-Charaktere durchlaufen, animiert im Prinzip. Dann habt ihr einmal das Zimmer, das hatten wir. Wir hatten jetzt auch ein Ocean View auf der Disney Dream, aber im behindertengerechten Zimmer. Wir hatten auf der Disney Magic damals auch ein Zimmer mit Ocean View. Also das Video ist auch drauf. Ich war ja bisher auf zwei Kreuzfahrten mit der Magic und der Dream. Und auf der Magic hatten wir auch ein Zimmer mit Fenster. Und da gibt es auch die Veranda, das ist natürlich sehr schick mit Balkon. Und ja, der Concierge unbezahlbar für mich alleine, nur 9.400 Euro. Ja, ich müsste wahrscheinlich im Lotto gewinnen. Wir nehmen jetzt natürlich die günstigste Kategorie, die Inside-Kabine. Und da könnt ihr euch nochmal auswählen, möchtet ihr die Standard Inside Stateroom Guaranteed oder. Achso, da wählen die den Stateroom für euch aus oder wollt ihr halt wirklich auswählen, wo eure Kabine sein soll auf dem Schiff. Und da gibt es zwei Optionen, Standard und Deluxe. Die Deluxe-Kabine ist auch nochmal ein paar Quadratmeter größer. Ihr seht hier 204 Square Meters und 170 Square Meters. Ich weiß nicht, was das in Quadratmetern ist, müsste man bei Google eingeben. Und da könnt ihr halt eure Kabine auswählen. Und wenn ihr das erste wählt, das ist halt ein bisschen günstiger als 50 Euro, dann wählt die Disney Cruise Line eure Kabine. Spaßeshalber nehmen wir jetzt die, wo wir eine auswählen dürfen. Und dann seht ihr hier, gibt es auch verschiedene Preise, je nachdem, auf welchem Deck und wo ihr auf dem Schiff übernachten wollt. Jetzt sagen wir mal hier Aft, das ist hinten. Und dann seht ihr, Deck 9 ist am teuersten und Deck 6 ist am günstigsten. Und dann könnt ihr euch halt im Prinzip eine Kabine auswählen. Jetzt sehen wir mal Forward, also ganz vorne im Schiff, Deck 5. Und hier seht ihr, ach, ich gehe mal zurück. Da habt ihr auch die Beschreibung, was in der Nähe sich befindet. Also hier, Deck 5 ist ganz gut, muss ich sagen, mit Kindern. Ihr seht, hier ist es, der Teens Club ist in der Nähe und auch die anderen Kinderclubs. Also Deck 5 mit Kindern ist super, dann haben sie es nicht so weit zu den Kids Clubs. Und hier habt ihr das Deck 7 ist in der Nähe vom Fun und Entertainment. Dann nehmen wir das, wir haben kein Kind dabei. Ja, und jetzt könnt ihr hier nochmal genau eure Kabine auswählen. Die Inside-Kabinen sind natürlich in der Mitte. Das alles außen sind die Ocean View und Balkonkabinen. Ja, jetzt können wir uns hier eine auswählen. Ihr seht, zwei sind schon belegt. Und, ah nee, das sind die Connected Rooms, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nee, nee, die sind schon belegt und hier ist Connected Rooms. Also ihr seht, hier könntet ihr auch zwei Kabinen buchen mit Connecting Rooms, wenn ihr mehrere Kinder habt oder zwei Familien seid. Wir buchen jetzt, sagen wir mal, hier die Kabine. So, das steht's. Kategorie 11B, Kabine 7517 und da die Kosten. Genau, das fügen wir jetzt in den Warenkorb hinzu. Ja, da ist er jetzt schon in meinem Warenkorb, die Disney Dream 7-Night mediterrane Reise ist jetzt hier in meinem Warenkorb und jetzt gehen wir mal auf Bezahlen. Hier steht schon, was ihr heute bezahlen müsst, das ist die Anzahlung, das wären 700 Euro und der Rest ist, glaube ich, dann 4 oder 6 Wochen vor der Cruise fällig. Aber das bekommt ihr dann mal detailliert in der E-Mail. Und hier steht Modify oder Cancel Without Cancellation Fee bis 20. Januar 2023. Finde ich auch echt gut. Kann man nochmal umbuchen oder halt direkt
canceln, wenn man sich unsicher ist oder irgendwas sich an der pandemischen Lage ändert. So, jetzt gehen wir mal hier die Buchung durch. Ich muss jetzt hier erstmal alles clean machen. Und dann gehen wir eine fiktive Person. Wir machen jetzt hier eine neue Person rein. Mrs. Paula nennen wir sie Mustermann. Die geht auf Reisen. Einfach eintippen. Sie ist nicht verheiratet, deswegen ist sie eine Miss. Wenn Mister und dann haben wir halt noch die Miss. Nee, ich bin Mrs. Miss ist verheiratet. Ich bin eine Mrs. Oder Paula Mustermann ist eine Mrs. dann müsst ihr natürlich ihr Geschlecht auswählen. Dann wann hat sie Geburtstag? Jetzt geben wir hier irgendein Datum ein. 1992, meinetwegen. Dann, wenn sie noch kein Castaway Club Member ist, dann wird automatisch eine ID für sie erstellt, für Paula Mustermann. Ne, ich wollte auch Paula schreiben. Für Paula Mustermann wird dann automatisch eine erstellt, wenn ihr bereits Castaway Club-Mitglied seid. Das seid ihr im Prinzip von der ersten Reise. Dann wird das automatisch erkannt und euch die Reisen sozusagen gut geschrieben auf euer Konto. Und je mehr ihr fahrt, desto mehr Goodies bekommt ihr. Ich habe ja zum Beispiel schon bei der letzten Cruise jetzt auf der Disney Dream schon ein Lanyard kostenlos bekommen und eine Tasche, weil man bereits mit der zweiten Kreuzfahrt Silver-Mitglied ist. Genau, und dann so arbeitet man sich im Prinzip hoch, wie mehr Kreuzfahrten man erledigt. So, und dann müsst ihr jetzt halt eingeben. So, ich habe jetzt schon mal alle Daten hier für Paula eingegeben. Wie gesagt, ist alles auf Englisch, deswegen Country Germany. Sie wohnt in der Mustermannstraße 8 in Musterstadt und dann halt der Postal, also die Postleitzahl. Das Land ist natürlich auch Deutschland, wo sie wohnt. Die Telefonnummer ist einfach ausgedacht, ist jetzt nicht meine Telefonnummer. Wenn ihr versucht anzurufen, ich weiß nicht, ob diese Telefonnummer existiert. Also es ist wirklich einfach eine ausgedachte Telefonnummer. Und ihre E-Mail paulamustermann@hotmail.de. Dann habt ihr schon alles ausgefüllt, was wichtig ist für Paula Mustermann. Und geht im Prinzip weiter. Mal gucken, ob er es mich machen lässt. Mit einer fiktiven Stadt. Genau. Und jetzt seht ihr, hier ist alles drin für Paula Mustermann. Sie kann sich jetzt entscheiden, zahle ich nur die Anzahlung. Sie kann auch jetzt direkt alles bezahlen, wenn sie möchte. Sie kann aber auch mehr bezahlen dann als die Anzahlung. Oder sie kann es auch erstmal reservieren bis zum 13. Mai. Heute ist der 10. Mai. Also für 3 Tage kann man die Reise sozusagen on hold machen und dann sich überlegen, mit irgendwelchem Absprechen oder so. Und dann bezahlen. Dann kann man hier... Moment, jetzt gucken wir mal. Machen wir jetzt hier in die Anzahlung. Genau, da seht ihr, im Prinzip kann man jetzt hier mit Kreditkarte oder muss man mit Kreditkarte bezahlen, Visa oder Mastercard. Gibt hier alles ein und dann Confirm and Pay. Das machen wir jetzt natürlich nicht, denn Paula Mustermann gibt es ja nicht und die Reise möchte ich jetzt nicht buchen. Aber so im Prinzip, so bucht ihr eure Reise, tragt ihr alles ein und dann Confirm and Pay und dann habt ihr eure Disney Cruise schon gebucht. Ihr seht, gar nicht schwer, so eine Disney-Kreuzfahrt zu buchen. Kommen wir jetzt noch zu den Sachen. Ich habe ja nur gesagt, die reine Kreuzfahrt ist in dem Preis enthalten oder den Preis, den ihr gesehen habt. Flug und Ground Transportation, wie sie es da genannt haben, ist natürlich nicht enthalten. Was ich euch empfehlen würde, ist, wenn ihr sowas plant, einen Tag vorher anzureisen. Das mache ich eigentlich immer. Ich bin ja schon mal mit AIDA gefahren, mit anderen Kreuzfahrten. Und wenn wir die Anreise selbst organisiert haben, sind wir immer einen Tag früher angereist. Weil, wenn das Schiff weg ist, ist es weg. Es wartet nicht auf euch. Und deswegen ist da ein kleines Risiko dabei. Disney Cruise bietet das jetzt zum Beispiel gar nicht an, dass man den Flug mit dazu bucht. AIDA zum Beispiel bietet ja die Möglichkeit an. Und wenn dann irgendwas mit dem Flug sein sollte, kümmert sich auch AIDA jetzt zum Beispiel darum, dass ihr zum Schiff kommt. Wenn ihr das separat bucht, ohne Anreise, dann habt ihr Pech. Und hier im Prinzip ist es dasselbe bei der Disney Cruise. Also, deswegen würde ich euch raten, einen Tag vorher anzureisen. Sagen wir mal, ihr wollt jetzt wirklich von Barcelona fahren, reist einen Tag vorher nach Barcelona, übernachtet in einem günstigen Hotel, weil man ist ja auch relativ früh dann, man darf relativ früh aufs Schiff, bis, glaube ich, zwischen 11 und 14 Uhr ist, glaube ich, Check-in beim Schiff. Also das auf jeden Fall. Und da könnt ihr natürlich nach günstigen Flügen suchen, Ryanair oder was es auch immer gibt. Wir sind ja damals nach Dover mit der Disney Magic gefahren. Wir sind da mit dem Auto hingefahren nach England. Das war auch kein Problem. Ich glaube, Southampton ist da noch ein bisschen weiter, weil das ja in der Nähe von London ist. Das war mit Dover tatsächlich angenehmer.
Wäre die Reise jetzt wieder von Dover nächstes Jahr, hätte ich mir das natürlich auch überlegt, aber mit Southampton weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr eine Disney Cruise mache, aber so viel zur Anreise. Also, und dann könnt ihr natürlich auch hinterher noch ein paar Tage dranhängen, wenn ihr jetzt nach Palma fahren würdet, könnt ihr natürlich noch 2-3 Tage Palma de Mallorca machen. Ende Mai ist da das Wetter auch bestimmt ganz angenehm, würde ich sagen. Und jetzt Ground Transportation, wir hatten das ja in Port Canaveral, da bietet Disney ja eigene Busse an, die euch in den Hotels abholen. Also wenn ihr on Disney Property übernachtet, also in eines der Walt Disney World Hotels, dann könnt ihr einen Ground Transportation dazu buchen. Das haben wir ja damals gemacht, einfach über die Hotline, wir haben da angerufen in Amerika, ist ja natürlich ein bisschen kostspielig in Amerika anzurufen. Und haben es dann einfach im Nachhinein dazu gebucht. War gar kein Problem, haben mit Kreditkarte bezahlt, haben gesagt, wo wir übernachten. Wir waren ja im Pop Century, wir wurden pünktlich abgeholt, wir hatten alle Infos auf dem Zimmer dazu, also lief wirklich reibungslos. Das kann man im Nachhinein noch dazu buchen, ging jetzt hier über das Buchungssystem ja jetzt auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie es in Europa geregelt ist. Ich glaube, da gibt es auch keine Ground Transportation, also das Angebot der Ground Transportation nicht. Das weiß ich aber nicht genau. Also in Port Canaveral, wenn ihr in einem Walt Disney World Hotel übernachtet, bietet Disney Cruise Abholung am Disney Hotel an oder an Abholung am Flughafen, also in Orlando und auch zurück zum Flughafen. Das, wie gesagt, wir haben das ja genutzt. Lief super, war auch gar nicht so teuer. Ich glaube 50, 60 Euro pro Person. Also würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr eine Reise von mit. Ja, ich habe es gesehen, aber dann war der Akku weg. Ich dachte, ach komm, kannst du noch. Aber nee, dann hat der Akku mich abgebrochen. Ja, ich war bei der Ground Transportation. Also ich würde es empfehlen, euch auf jeden Fall, wenn ihr in Orlando seid und von Port Canaveral fahren wollt, die Ground Transportation dazu zu buchen. Ja, was man vielleicht noch erwähnen müsste, ist, dass ihr bei dem, also dem Preis, den ihr da bezahlt, da sind die Trinkgelder auch nicht mit eingerechnet. Es ist ja ein amerikanisches Schiff und die amerikanischen Schiffe verlangen sozusagen auch Trinkgeld. Also verlangen nicht, ist ein bisschen krass gesagt. Aber man muss dazu sagen, ihr bekommt am Ende eurer Reise einen Zettel, wo drin steht, wie viel, also der, es gibt dann den Hauptkellner, es gibt euren Zimmer, es gibt glaube ich 4 Personen, die von euch, von automatisch Trinkgeld abgerechnet bekommen pro Tag. Das ist so eine Pauschale, die Disney Cruise Line sich automatisch von eurem Bordkonto abzieht. Wenn man das vorher nicht weiß, ist man erstmal geschockt. Aber man kann das auch revidieren. Also man kann sagen, man kann zur Rezeption gehen und sagen, wir bezahlen das in bar oder wir geben den einen anderen Amount. Also ihr könnt dann zur Rezeption gehen und sagen, ne, wir revidieren das, wir möchten nicht, dass es so bezahlt wird. Und dann wird das eurem Bordkonto auch wieder gut geschrieben. Aber das muss man halt wissen. Also ihr müsst auf jeden Fall Trinkgeld noch bezahlen am Ende eurer Kreuzfahrt. Wie viel ist dann am Ende euch überlassen? Wir haben es beides mal, wir jetzt da waren, beides mal revidiert, weil wir ja auch verschiedene Parteien waren und jeder wollte sein eigenes Trinkgeld sozusagen den Leuten geben. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, könnt ihr mir hier unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir immer bei Instagram, über Facebook, per E-Mail schreiben. Also ich beantworte immer gerne Fragen, auch zur Disney Cruise. Scheut euch nicht, mir zu schreiben. Ich antworte eigentlich auf jede Frage, die ihr mir stellt. Genau. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen bei eurer Disney Cruise Planung. Vielleicht fahre ich ja meine Barcelona-Reise und ihr seid vielleicht auch auf dem Schiff. Wer weiß, wer weiß. Was noch super fährst. Vielleicht gewinne ich auch im Lotto und fahre Concierge. Ich glaube nicht. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!